Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, der Minijob in Deutschland hat schon eine sehr lange Geschichte. Bereits in der Reichsversicherungsordnung 1911 wurde festgelegt, dass vorübergehende Dienstleistungen versicherungsfrei bleiben. 1977 wurde zum ersten Mal überhaupt der Begriff der geringfügigen Beschäftigung eingeführt. 2003, übrigens unter Rot-Grün, wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf maximal 400 Euro festgesetzt und der allzeit bekannte 400-Euro-Job entstand. Dieser Betrag wurde dann 2013 auf die heute noch gültigen 450 Euro erhöht. Jetzt möchte ich heute keine rechtshistorische Vorlesung halten, sondern vielmehr auf die folgenden Punkte hinweisen. Der Minijob in unserem Land hat sich bewährt. Er ist ein gutes Instrument auf unserem insgesamt sehr guten Arbeitsmarkt, insbesondere in den letzten Jahren. Er wird von vielen Menschen in unserem Land gewollt und auch genutzt. Das gilt für den Schüler, für den Rentner, die Studentin, die sich etwas hinzuverdienen möchte. Hunderttausende Menschen wie Sie haben darum dieses Modell gewählt und sind damit im Übrigen auch sehr zufrieden. Da bin ich auch voll und ganz bei Ihnen. Klar ist aber auch, dass viele andere zusätzlich einen Minijob ausüben, weil sie das müssen, weil ihr reguläres Einkommen nicht ausreicht, weil sie gar kein anderes Einkommen haben, weil die Rente nicht ausreicht. Ich bin dennoch der Meinung, dass wir diesen Minijob insgesamt nicht verteufeln sollten, sondern dass es für beide Fallgruppen ein gutes Instrument ist, am Ende des Tages mehr Geld in der Geldbörse zu haben. Aus unserer Sicht ist wichtig, dass für die zukünftige Entwicklung, dass der Minijob natürlich nicht attraktiver sein darf als ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Und noch deutlicher zu sagen, unser gemeinsames Ziel ist und bleibt, dass möglichst viele Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Für die Rente ansparen, auf eigenen Füßen stehen, im Erwerbsleben Halt finden, ihren Kindern ein Vorbild sind. Und das beste Mittel gegen Armut ist, die Menschen in Arbeit zu bringen, und zwar in sozialversicherungspflichtige Arbeit. Dafür muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, und das haben wir in den letzten Jahren auch äußerst erfolgreich getan. Um das noch mal ganz deutlich zu betonen, unsere Arbeitslosigkeit ist historisch niedrig. 45 Millionen Menschen waren im August erwerbstätig. Das sind sogar noch mal über 500.000 mehr als im letzten Jahr. Das sind im Übrigen alle sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Wir wissen auch, dass immer noch viel zu viele Menschen auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Ich hatte es bereits erwähnt. Und deswegen haben wir heute Morgen auch einen anderen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der die sogenannten Midi-Jobs attraktiver machen möchte. Über den Begriff kann man streiten. Aber in der Sache sind es gerade diese Jobs, die den Weg hin zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung erleichtern sollen. Um es noch mal ganz kurz zu erläutern, bisher war es so, dass derjenige, der zwischen 450 und 850 Euro verdient, weniger Abgaben zahlt. Wir wollen diese sogenannte Gleitzone, in der man weniger Abgaben zahlt, je weniger man verdient, nun deutlich ausweiten und auf insgesamt 1.300 Euro erhöhen. Das Besondere hierbei ist, dass die Midijobber in dieser Gleitzone zwar weniger Abgaben zahlen, aber dennoch volle Rentenansprüche erwerben. Dies geschieht durch eine Umlagefinanzierung in der Rentenkasse, und es ist aus unserer Sicht ein richtiger Schritt für eine bessere Rente. Und, liebe Kollegen von der FDP, das unterscheidet uns im Übrigen auch von Ihrem Antrag, denn diese Regelung, die Aufstockung der Rentenbeiträge, sehen Sie in Ihrem Antrag gerade nicht vor. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen der AfD? Ja. Ja, oder, ja, war das ein Ja? Herzlichen Dank, Herr Kollege Gottes, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin irritiert über diese Bemerkung, die Sie gerade gemacht haben, dass diese 45 Millionen Beschäftigten, 45 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte seien. Es ist doch ja statistisch jedermann bekannt, dass 12 Millionen von diesen 45 Millionen nicht sozialversicherungspflichtig sind. Also dieser, mit Verlaub, salopper Umgang mit diesen sehr einfachen Fakten irritiert mich. Können Sie diese Irritation teilen? Nee, dann haben Sie mich falsch verstanden. Oh. Ich habe gesagt, dass 45 Millionen Menschen erwerbstätig waren, ja? Dass das über 500.000 Menschen mehr sind als im Vorjahr und dass diese Mehrung alles sozialversicherungspflichtige Jobs gewesen sind.
Das war klar, und das habe ich gesagt. Und wenn Sie es nicht verstanden haben, dann wiederhole ich das ganz gerne nochmal und möchte jetzt noch mal ganz kurz zum Vorschlag der FDP kommen, was die Anpassung ihres Rahmens angeht. Sie wollen hier den Rahmen eines Minijobs auf das 60-fache des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns festlegen. Was würde das bedeuten? Sie haben es in Zahlen gesagt, wir wären heute schon bei 530 Euro im Monat, demnächst bei 550 und dann 2020 bei 561 Euro Jobs. Und da, um zum Schluss zu kommen, kann ich nur sagen, das überzeugt uns ehrlich gesagt nicht. Und das ist vor allen Dingen auch nicht im Sinne des Erfinders dieses Minijobs. Minijobs sollen Zuverdienst sein und nicht im Mittelpunkt einer Erwerbsbiografie stehen. Mit dem FDP-Vorschlag treiben wir die Privilegierung aber der geringfügigen Beschäftigung deutlich zu stark an und verringern damit die Anreize, reguläre Arbeit aufzunehmen. Das wollen wir gerade nicht. Und wir glauben hingegen vielmehr, dass wir mit der Stärkung der Midi-Jobs auf dem richtigen Weg sind, gerade für diejenigen, die unsere Unterstützung brauchen. Deswegen lehnen wir Ihren Vorschlag ab und werden unser Vorhaben weiterverfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kartes. Nächster Redner, Uwe Witt für die AfD-Fraktion.